Dann wieder die 10 Treppen nach unten. Das Haus ist irgendwie schief oder kommt mir das nur so vor? Das steht voll schief hier. Komisch. Oh, die Schweinchen sind aber süß. Ach, die schon wieder. Geralt, nicht umdrehen. Du musst einfach weiterrennen. Ja, danke. Will der erstmal sich umdrehen und mit dem plaudern? So. Jede Menge blaue Jacken. Interessant. Um den Diener trägt eine blaue Tunika und an seinem Gürtel hängen Schlüssel. Ich glaube, du bist das. Ja? Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten... Die Vorsicht gebietet, jetzt nicht zu streiten. Glaub mir. Ich habe wohl keine Wahl. Komm mit. Nice. Hier lang. Den haben wir aber leicht gefunden. Hilf mir! Bitte, überlass ihn mir! Ich hab ihn umgebracht. Ja. Dich bringe ich auch gleich noch um. Oh, noch einer. Danke dir. Gehen wir. Was wollten Problem. Die von dir? Weiß nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Vielleicht, also, neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen. Über den jungen Grafen. Warte mal, wo ist die Herrin Merigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen. Der Große war Waldo Muris. Der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelbut. Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herrin Wegelbut. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen. Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrin Wegelbut bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen... Hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelbut kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelbuts. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelbut fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Das ist eine gute Idee. So eine protzige Feier lenkt die Jäger ab. Ja, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Bälle der Wegelbuts gehört habe. Angeblich wurden auf dem letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwerk. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Nur? Ach, diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur, 85 Nachspeisen.
während du versuchst, einen Taillenumfang von 2 Spannen zu behalten. Geralt, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Meinst du, wir können direkt dorthin gehen? Machst du Witze? Wir müssen uns vorbereiten, umziehen. Vor allem müssen wir Masken besorgen. In Elihals Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum. Wir machen uns jetzt richtig schick für den Maskenball. Achso, das ist der gleiche Weg offenbar. Ja, ja, an Elihal erinnern wir uns noch. Dem, ihr, weiß ich nicht mehr so genau, sind wir ja schon begegnet. Sagen wir dieser Person. So, dann sind wir ja gleich da. Gesundheit. Elihal. Hallo. Willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Ja, so ungefähr. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Ah, ja. Fuchsmaske von Triss. Oh ja, die wunderschönen Masken. Ja. Nehmen wir mal... Ja, Wolfsmaske. Passt eigentlich ganz gut, aber die haben wir schon. Nehmen wir die Vogelmaske. Hemd von Skellige. Elegantes Wams. Boah, das ist aber teuer. Hemd. Nehmen wir das Höflingswams. Und eine... Elegante Schuhe nehmen wir natürlich. Und nehmen wir die Hose. Cool, danke. Bis dann. Huch, da habe ich mich verklickt. Hier wollte ich doch hin. Genau. Ja, das sieht doch ganz hübsch aus, ne? Maske. Können wir die auch anziehen? Ne, das ist die für Triss natürlich. Das sieht ganz schön dämlich aus. Ich glaube, ich nehme doch lieber die, die wir schon hatten. Und dann braucht Triss natürlich ihre wunderschöne Fuchsmaske. Oh, was ein doofes Wetter hier gerade. Es regnet ganz schön. Ist das jetzt echt wieder nach Hause gegangen? Oh. Weshalb schreien jetzt alle? Was geht hier ab? Warum rennen die weg? Man weiß es nicht. Schon wieder. Ja, ja. La 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 la, ich höre euch gar nicht. Versuche nur im Dunkeln hier den Weg hochzufinden. Wo ist sie denn? Ach, da oben. Eieieiei, Triss. Wow. Donnerwetter, du hast mein Anliegen ja wirklich beherzigt. War das denn nicht ernst gemeint? Ich hab noch Zeit, mich umzuziehen. Diese Handschuhe sehen dämlich aus dazu. Du siehst toll aus. Hast du alles gekriegt? Alles ist fertig. Wir können gehen. Wie schade, dass solche Anlässe so selten sind. Ohne sie würde ich dich nie in Schale sehen. Das verdammte Wams scheuert in den Achseln. Ich glaube, da wurden Drähte eingenäht. Ich werde dein heldenhaftes Leiden pausenlos bewundern.
Also dann, gehen wir? Gut schaut sie aus. Ich hätte vielleicht noch die Handschuhe ausziehen sollen. Die sehen echt dämlich aus dazu. Jetzt sind wir so schick gekleidet und tragen dann so komische blaue Handschuhe. Geil, 25 Erfahrungspunkte. Nice. Ach, wie schön. Guten Tag, Herr, Herrin. Wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wegelbuth. Die Einladung, bitte. Alles in Ordnung. Ihr findet die Herrin Wegelbuth im Hof des Anwesens. Sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Okay. Na schön. Ich wünsche einen angenehmen Abend. So. Es ist schön hier. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Kann ich die Handschuhe nicht ausziehen. Oh Mann. Aber wie konnte er mit dieser dürren Metze? Na, nun weiß. Hallo Vivian. Nun tu nicht so, als ob du mich nicht kennst. Aber er ist ein Baron. Huch. Ist das eine Art, einen alten Kumpel zu behandeln? Ihn einfach zu ignorieren? Da liegt ein Irrtum vor. Wir kennen uns nicht. Sei nicht albern, Vivian. Ich würde deine Mähne überall erkennen. Jetzt spielst du wohl die feine Dame. Aber bevor Baron Edward, wie auch immer, dich aus der Gosse gezogen hat, warst du eine gewöhnliche... Schluss jetzt. Die Dame sagt, sie kennt dich nicht. Wer ist das denn? Dein Neuer? Älter als der vorige scheint mir. Ein hinfälliger, bemooster Sack. Je weniger sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Gehen wir, Triss. Ich will keine Szene. Vivian! Hey! Du hast mir viel besser gefallen, als du in den Kutschen vor der Passiflora gearbeitet hast. Das ist ein seltsamer Typ mit einer sehr komischen Maske. Was für ein Trottel. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Der soll sich mal verpissen und unsere Triss in Ruhe lassen. Vor allem. Schön hier. Ich bin ein Kraken. Hurra! Was? Er ist ein Kraken, hurra? Okay. Huch, da war noch eine Nebenquest. Moritz, was machst du denn hier? Die kleine Marigold, na sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Ja, du hast mir auch gefehlt. Aber können wir das jetzt lassen? Kommst du aus Novigrad raus? Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Triss, dazu sind wir nicht hier. Doch, genau dazu sind wir hier. Nun, Moritz? Mich euch anschließen? Und wer wäre das wohl? Unter anderem deine Freunde. Sobald alle versammelt sind, führe ich euch. Du führst? Vergib mir, Marigold, aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen lassen. Mach's gut. Wer war das? Er ist ein alter Freund, Moritz Diefenthiel. Ich erzähle dir die Geschichte ein andermal. Na gut. Hoffentlich begegnen wir jetzt nicht andauernd irgendwelchen Leuten. Sehen wir uns um. Hallo. Ah, ein weiterer Herausforderer. Herr Devanon hat seinen Platz am Tisch gerade erst freigegeben. Unwahrscheinlich, dass er zurückkehrt. Was ist ihm denn passiert? Ein paar gute Männer haben ihn beiseite genommen, damit er sich nicht wehtut. Der hat ja auch diese dämliche Maske. Also spielen wir? Zunächst sollst du gegen Markgraf Wladimir die... Warte mal. Will der jetzt gerade Quint spielen? Also dürfte er alles oder nichts spielen. Oh, nein. Mir ist nicht danach. Dir ist nicht nach... Nein. Ich will gar nicht mit dir weiterreden. Sorry und tschüss. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Wir sind doch hier... Oh, hier sind auch Kurtisanen.